Wenn über Kriege berichtet wird, berauschen sich viele Schriftsteller und Redakteure gern am großen Geschehen. Aber bei den meisten Betrachtungen bleiben fast immer die unerwähnt, mit deren Leben die Verantwortlichen umgegangen sind, wie der Schachspieler mit den Bauern im Spiel. In allen Kriegen der Neuzeit waren in allen Armeen die in die zig Millionen gehenden Opfer in der überwiegenden Mehrzahl junge Wehrpflichtige. Aus hoffnungsvollen, jungen Zivilisten waren nach der mit der Post zugestellten Einberufung Soldaten geworden, die dann jeweils für ihr Vaterland kämpfen und häufig auch sterben mussten. Der nachfolgende, wegen dieser sinnlosen Opfer traurig machende Bericht, gleich ob sie Deutsche oder Russen waren, erzählt von einer x-beliebigen Kompanie des deutschen Heeres, der zweiten Kompanie des Lehrregimentes Brandenburg zur besonderen Verwendung 800. Dazu zitiere ich häufig das Kriegstagebuch, kurz KTB, das die Zeit vom 21. April bis zum Tag des Rücktransportes in die Garnison Brandenburg an der Havel am 18. August 1941 aus der Sicht eines einfachen Soldaten widerspiegelt. Um die politischen, militärischen, zeitlichen oder örtlichen Ereignisse einordnen zu können, sind immer wieder Erklärtexte eingebaut, wie zum Beispiel wie jetzt zu dem des militärischen Verbandes, das den Beinamen der schönen Stadt Brandenburg an der Havel trug. Vom Tag seiner Aufstellung bis zu seiner Unterstellung unter das Wehrmachtführungsamt 1943 war es direkt der Abwehr II im Amt Abwehr unterstellt, dem deutschen militärischen Nachrichtendienst des Admiral Wilhelm Canaris im Oberkommando der Wehrmacht. Sie waren die Kommandosoldaten der Wehrmacht. Weder waren das Lehrregiment Brandenburg, ZBV, ZBV steht für zur besonderen Verwendung, noch später mit grünem Ärmelstreifen die Division Brandenburg, Bewährungs- oder sogenannte Strafeinheiten. Noch war Brandenburg jemals ein Teil der Waffen-SS. Ihre Geschichte hatte unmittelbar vor Kriegsbeginn begonnen, als am 1. September 1939 auf Befehl von Admiral Wilhelm Canaris und dem Chef der Abwehrabteilung II, dem Österreicher Erwin von Lahusen-Wiframont, einige Kommandotrupps aus Oberschlesiern und volksdeutschen Freiwilligen aufgestellt worden waren. Diese Trupps wurden dann Mitte Oktober im niederösterreichischen Bruck an der Leitha zur sogenannten Deutschen Kompanie erweitert. Eine weitere, die zweite Baulehrkompanie ZBV 800, also quasi die Urmutter der im Video geschilderten Einheit, entstand in Brandenburg an der Havel. Dabei war der Standort eher zufällig gewählt, als während der Aufstellung der Zahlmeister des Bataillons auf die leerstehende Generalfeldzeugmeisterkaserne in der Magdeburger Straße in Brandenburg gestoßen war und man sich dort an der Weihnachtsfeier 1939 selbst den Namen gegeben hatte, die Brandenburger. Nachdem im November zwei weitere Lehrkompanien aufgestellt worden waren, hier meldet der Chef der dritten Kompanie, dem wegen einer Verwundung im Ersten Weltkrieg mit der linken Hand grüßenden Kommandeur Major Heinz, entstand am 10. Januar 1940 das Baulehrbataillon Brandenburg ZBV 800. Die Stärke der zweiten Kompanie betrug 330 Mann, gegliedert in zwei Halbkompanien und einem schweren Zug mit Panzerabwehrwaffen. Kompaniechef war Oberleutnant Dr. Wolf-Justin Hartmann, links im Bild. Hartmann hatte den Ersten Weltkrieg als bayerischer Artillerist zuerst an der Westfront, dann in der auf türkischer Seite kämpfenden deutschen Heeresgruppe F Yildirim mitgemacht und war dafür vom Sultan mit dem türkischen Orden Eiserner Halbmond ausgezeichnet worden. Nach Studium und Promotion zum Dr. Jur wurde er Globetrotter und Autor zahlreicher Bestseller. 1939, mit inzwischen 45 Jahren, hatte sich der Reserveoffizier Hartmann freiwillig gemeldet und war 1940 beim Lehrbataillon ZBV 800 gelandet, wo er die zweite Kompanie übernahm. Die Kompanieoffiziere waren zunächst von rechts die Leutnante Wohlgefahrt und Schatz, daneben Assistenzarzt Dr. Thiele, dann ohne Bild die Leutnante Bötticher und Reinhardt,
Später kam noch Leutnant Rudolf Glüning, genannt Rudi, dazu. Hauptfeldwebel war Feldwebel Schlieff. Im Kriegstagebuch finden sich auch interessante Bemerkungen über die Zusammensetzung der zweiten Kompanie, die vorwiegend aus Auslanddeutschen aus dem Baltikum, dem Sudetenland, Südwest- und Südostafrika, aus Palästina und Ägypten bestand. Kriegstagebuch. Wo kommen die Männer her, die jeden Morgen aus dem großen Mittelportal des Kasernengebäudes heraustreten, auf dem Appellplatz? Irgendwo sind sie zu Hause, irgendwo haben sie Eltern, Geschwister, Frauen, ein Mädchen. Kameraden sind unter ihnen mit halben Kindergesichtern und daneben ältere, gereifte Männer. Wo sind ihre innigsten Wünsche? Und von wo werden solche auf sie ausgestrahlt? Wo ist ihr Berg und ihr Fluss? Wir wissen, dass die ganze Welt auftauchen würde, gingen wir all den Wegen nach, die unsere Kameraden zu der zweiten Kompanie nach Brandenburg geführt haben. Kriegstagebuch April-Mai. Am 1. April wurde unser Kompaniechef zum Hauptmann befördert. Auch soll die Kompanie Brandenburg verlassen. Am 16. Mai ist unser Vorkommando abgefahren. Der Bestimmungsort ist uns nicht bekannt. Wer weiß, ob es eine kleine, eine große Fahrt ist, die wir angetreten haben. Dann verließ sie am 28. Mai morgens um 8.20 Uhr zusammen mit dem restlichen Bataillon vom Bahnhof Altstadt ihre Garnisonsstadt Brandenburg. Nach einem 30-stündigen Eisenbahntransport wurde am nächsten Tag nachmittags gegen 15 Uhr Zakopane erreicht. Diese im äußersten Süden Polens liegende und mit einer Höhe von bis zu 1000 Metern höchste Stadt Polens war vor dem Krieg ein internationaler Wintersportplatz und galt als das polnische St. Moritz. Kriegstagebuch, Sonntag, 1. Juni 1941. Pfingsten. Herrliches Wetter, eine reine Völkerwanderung in die Berge. Erst fahren wir mit der Drahtseilbahn hinauf, dann geht es zu Fuß weiter. Ich breche meinen Höhenrekord von 1604 Metern der Schneekoppe um über 700 Meter, indem ich den Soenitza der Hohen Tatra besteige, der 2305 Meter hoch ist. Es ist wunderschön, wo man hinsieht, sind Berge. Zur Slowakei hin fallen sie ab, ganz klein liegt Zakopane zu unseren Füßen. Pfingstsonntag 1941, es war ein feiner Tag. Erklärung. Vom 13. bis 25. Juni war das 1. Bataillon im Bereich der Heeresgruppe Süd dem 52. Armeekorps unterstellt, um im Kommando-Tarneinsatz bei Kriegsbeginn der 101. Leichten Division den Weg über den Fluss Sahn zu brechen. Befehlshaber des Armeekorps war General der Infanterie Kurz von Briesen. Er fiel am 20. November 1941 bei Isum am Donetz durch einen Fliegerangriff. Kriegstagebuch, 15. Juni 1941. Wir haben wieder einmal gepackt. Morgen soll es von hier fortgehen. 2,5 Wochen Zakopane. Wir werden sie nicht vergessen. Wenn wir auch auf den Märschen mit all unserem Gepäck bergauf, bergab manchen Schweißtropfen vergossen haben. Nicht zu vergessen, die Übungsangriffe im scharfen Schuss und Flammenwerfern. So waren diese Tage für uns doch wie eine Ferienzeit, die immer verbunden sein wird mit Erinnerungen an Bergtouren in Schnee und Sonne, an Schlagsahne und duftendem Schnitzel und an Berge von Eiern, die uns später vielleicht noch einmal in demütigen Träumen verfolgen werden. Kriegstagebuch, 16. Juni 1941. In Zakopane hatte sich das 1. Bataillon mit seiner Fahrzeugkennzeichnung Maske und Schwert aufgeteilt. Die erste Gruppe, die jetzt um 8.30 Uhr sich nach Pschemysl in Marsch setzte, bestand aus der Bataillonsführungsgruppe sowie der 2. und 4. Kompanie. Die Fahrt ging durch Krakau, Tarnow und Reichshof nach Pschemysl. Wir liegen eng zusammengepfercht in einer Schule am Sahn, dem Grenzfluss. Drüben kann man oft marschierende Kolonnen und auch einzelne Soldaten sehen. Erklärung. Wie aus dem Kriegstagebuch hervorgeht, machten die Kompanien dort so gut wie keinen Dienst. Aber es herrschte gespannte Erwartung über das möglicherweise Kommende. Gerüchte gingen um, Krieg gegen die Sowjetunion oder freiwillige Öffnung ihrer Grenzen für den Durchmarsch über den Kaukasus zum persischen Öl. Als die Kompanie nach wenigen Tagen in einen Ort weiter rückwärts verlegt wurde, Zitat,
sehen wir, dass Deutschland marschbereit ist. Ein Aufmarsch von Truppen aller Art, motorisierte und bespannte Kolonnen. Kriegstagebuch, Samstag, 21. Juni 1941. 23 Uhr, alles ist zum Abmarsch aus Przemysl fertig. Um 12:30 sollen wir abhauen. Im Allgemeinen ist eine gewisse Spannung vorhanden. Es muss irgendetwas Großes passieren. Kurz nach 12:30 fahren wir völlig verdunkelt aus Przemysl weg. Kriegstagebuch, Sonntag, 22. Juni. Morgens um 2 Uhr. Wir sind in der Mackensen-Kaserne in Suravica untergebracht. Kaum einer geht schlafen. Die Stimmung ist gespannt. Um 3 Uhr sind wir angetreten. Der Bataillonskommandeur Major Heinz gibt den Tagesbefehl des Führers an die Soldaten der Ostfront bekannt. Dann, um 3.15 Uhr, rückte die Kompanie in den Krieg gegen die Sowjetunion ab. Die ersten Schüsse höre ich fallen. Es ist ein eigenartiges Gefühl, so den Kriegsanfang mit Russland zu erleben. Rumänien und Finnland marschieren mit. Die Bevölkerung soll am Fluss stehen und sich das Schauspiel ansehen. Kriegstagebuch, Montag, 23.06. Am gestrigen Abend haben wir Suravica verlassen und Warlava erreicht. Von hier aus werden wir in der Nacht mit Schlauchbooten über den Sahn gesetzt. Am anderen Ufer gehen wir langsam vor. Wir erhalten unser erstes Artilleriefeuer. Die Russen schießen durchaus gut. Wir haben die ersten Gefangenen gemacht. Kriegstagebuch, Dienstag, 24. und Mittwoch, 25. Juni. Naklo, Postjatsch und Buko werden genommen. Bei einem heftigen Artilleriefeuer hat der schwere Zug 5 Tote und etliche Verwundete zu beklagen. Einer der Gefallenen war der Gefreite Willi Blödorn. Kriegstagebuch, Donnerstag, 26. Juni. Wir werden nach Radimno zurückgezogen, wo wir einen Ruhetag einschalten wollen. Wir erfahren, dass am ersten Tag 1200 russische Flugzeuge vernichtet wurden. 36 eigene gingen verloren. Die Slowakei tritt in den Krieg ein. Kriegstagebuch, Freitag, 27. Juni. Wir übernachten in einem Gehöft. Der Ruhetag in Radimno wird sehr genossen. Man kann sich endlich wieder ordentlich waschen. Am Nachmittag geht es wieder weiter, längs der Vormarschstraße nach Lemberg. Bis heute haben wir 5 Gefallene zu beklagen. Den vielen Verwundeten fällt der Abschied schwer. Sie lassen nicht nur die Toten zurück. Sie müssen sich auch von den Lebenden trennen. Es ist nicht leicht, so ein Abschied von den Kameraden hier vorne an der Front. Haha, man lässt sich nichts anmerken und lacht und versichert einander gegenseitig, man würde sich ja bald wieder sehen. Über kurz oder lang, haha. Und jeder weiß doch ganz genau um all das hier und um die Gedanken des anderen. Kriegstagebuch, Samstag, 28. Juni. Laut letzten Meldungen soll Litauen besetzt sein, Düneburg vor dem Fall stehen. Die baltischen Völker sollen sich gegen das Russenregime erhoben haben. Ungarn erklärt Russland den Krieg. Vormittags geht es weiter in Richtung Lemberg. Es wirkt sich sehr störend aus, dass wir die 4. Kompanie und die ukrainischen Kompanien vom Nachtigall-Bataillon mit unseren LKWs vorbringen müssen. Erklärung. Im Februar 1941 hatte das Amt Abwehr im OKW aus der sogenannten Legion ukrainischer Nationalisten aus rund 900 Freiwilligen unter ihrem Führer Stefan Bandera 2 Bataillone gebildet, die allerdings bereits am 30. Juli wieder aufgelöst wurden. Eines dieser Bataillone war das wegen seiner Sangeskünste sogenannte Bataillon Nachtigall. Kommandeur von Nachtigall war Oberleutnant Dr. Hans Albrecht Herzner, ihm beigeordnet der ukrainische Hauptmann Roman Shuzhevich. Deutscher Verbindungsoffizier zur Abwehr 2 war der Oberleutnant der Reserve Professor Dr. Dr. Theodor Oberländer. Kurz vor Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion war das aus 3 Kompanien bestehende Bataillon Nachtigall dem 1. Bataillon Brandenburg unterstellt worden. Dazu aber später mehr. Kriegstagebuch, Sonntag, 29.06. Wir sind bereits 15 Kilometer vor Lemberg. Es ist fraglich, ob heute noch der Kampf um die Stadt beginnt, da der russische Widerstand stärker geworden ist. Unheimlich sind die Kolonnen auf der Vormarschstraße. Alles ist verstopft. Alles will weiter vor. An der Straße stehen massenhaft russische Panzerwagen und Geschütze. Ganze Batterien stehen noch in ihren alten Stellungen. Es ist spät. Wir schlagen unsere Zelte auf und verkriechen uns vor dem feuchten Nebelregen, der von tief fliegenden Wolken herstammt. Kriegstagebuch, Montag, 30. Juni.
Wecken ist um 2 Uhr nachts. In großer Eile werden die Sachen gepackt, die Zelte abgerissen. Um 3.45 Uhr beginnt unsere Sturmfahrt auf Lemberg. Über erbärmlichen Straßen mit Schlaglöchern rasen wir auf die Stadt zu, das schon durch Riesenbrände deutlich zu erkennen ist. Diesmal waren wir die Vordersten der riesigen deutschen Armee. Wir wissen nicht, ob der Russe Lemberg verlassen hat oder ob es einen harten Kampf geben wird. Schon sind wir in den Vorstädten angelangt. Längs den Straßenbahnschienen geht es weiter. Es fällt kein Schuss. Das MG liegt schussbereit auf dem Beiwagen. Wir sind die Ersten, die tiefer in die Stadt vorstoßen. Kein Russe ist zu sehen. Verschiedentlich stehen Panzer und andere Fahrzeuge beschädigt auf der Straße. Die Stromleitung der Straßenbahn ist überall zerstört. Allmählich traut sich die Bevölkerung aus den Häusern auf die Straße. Zuerst sind es wenige, dann kommen immer mehr. Zum Schluss sind sämtliche Straßenkreuzungen verstopft. Der Blumenregen, die Freudenkundgebung und das Händeklatschen wollen nicht mehr aufhören. Bald sind die Straßen so überfüllt, dass man kaum noch durchfahren kann. Um 4.20 Uhr wird vom Nachbarbataillon, dem 1. Bataillon des Gebirgsjägerregiments 99, die Reichskriegsflagge auf der Zitadelle gehisst. Ich fahre mit Leutnant Wohlgefahrt zu den von uns besetzten Magazinen und zum Güterbahnhof. Überall wird eifrig organisiert. Der Beiwagen ist voll von Konserven, Hemden, Hosen, Decken und so weiter. Was nicht hineingeht, wird auf einen LKW geworfen. Am liebsten würde man noch viel mehr mitnehmen, aber man hat auf dem weiteren Vormarsch keinen Platz, die Sachen unterzubringen. Am Nachmittag ziehen wir in das ehemalige russische Offiziersheim, denn wir sollen einige Tage hier bleiben. Jetzt werden die Gräueltaten der Russen zum Vorschein gebracht. In den Gefängnissen liegen mehrere tausend Gefangene, die verstümmelt und im letzten Augenblick erschossen worden sind. Ein grausiger Anblick. Die Taten der russischen Kommissare sind unvorstellbar. Die Menschen sind furchtbar verstümmelt, in Türen und Fenster eingemauert, verbrannt worden. Tagelang hat die Bevölkerung das Schreien der Gequälten anhören müssen. Erklärung. Am 28. Juni befand sich die Kampfgruppe Heinz rund 10 Kilometer vor einer stark befestigten Verteidigungslinie bei Lemberg. Die Stadt mit rund 400.000 Einwohnern sollte von den Brandenburgern in der Nacht vom 29. Juni zum 30. in Zusammenarbeit mit dem von Major Josef Fleischmann bereits erwähnten geführten 1. Bataillon Gebirgsjägerregiment 99 im Handstreich genommen werden. Als um 3 Uhr der Angriff beginnt, waren zunächst die 3 ukrainischen Kompanien des Bataillons Nachtigall auf Lemberg zugerast. Dort fanden sie in den von den Truppen des sowjetischen Geheimdienstes NKWD fluchtartig geräumten Gebäuden, darunter 3 Gefängnissen, über 4.000 vom NKWD ermordete Ukrainer, darunter Jugendliche und Frauen. Eine Stunde später war der Kommandeur des Bataillons Brandenburg, Major Heinz, an der Spitze des Gradzuges in die Stadt gekommen, wo er den Erzbischof von Lemberg und Metropoliten der ukrainischen griechischen katholischen Kirche in der Ukraine, Andrei Scheptyski, vor den Fängen des SD in Sicherheit hatte bringen lassen. Inzwischen hatten die Soldaten vom Bataillon Nachtigall, von denen es so gut wie keine Bilder gibt, den Radiosender besetzt und die Bildung einer freien, unabhängigen Westukraine verkündet. Das war eines der Versprechen gewesen, mit denen man sie zur Teilnahme am Krieg gegen die Sowjetunion gelockt hatte. Da dies allerdings nicht im Sinne der sogenannten deutschen Ostpolitik gewesen war, wurden die ukrainischen Führer kurz nach der Besetzung der Stadt durch Feldgendarmerie und SD-Einheiten verhaftet und alle Versprechungen wurden kassiert. Wenig später wurde das Gebiet der Westukraine dem Generalgouvernement, also dem polnischen Gebiet, zugeschlagen und auch die von den Deutschen und ihren Unabhängigkeitsversprechen enttäuschten ukrainischen Verbände wurden aufgelöst. Am 30. Juni 1941 hatten die Nachrichten der von den Sowjets bzw. der NKWD ausnahmslos verstümmelten Leichen bei der national-ukrainischen Bevölkerung eine hochaggressive Stimmung erzeugt, die sich fast ausnahmslos gegen die jüdische Bevölkerung in Lemberg richtete, der man Kollaboration mit den Sowjets und der NKWD unterstellte. Es fanden mehrtägige gewaltsame Ausschreitungen statt, in deren Verlauf es zu schweren Übergriffen gegen die jüdische Bevölkerung Lembergs kam. Major Heinz, dem man von diesen Grausamkeiten gemeldet hatte, übergab einen Tag später, am 1. Juli 1941, dem 44. Gebirgsarmeekorps
und der ersten Gebirgsdivision eine an Deutlichkeit nicht mehr zu überbietende dreiseitige Schlussmeldung über die Einnahme von Lemberg. Im Punkt 4, Verhalten der Bevölkerung, kritisiert er in scharfen Worten das Verhalten der ukrainischen Bevölkerung und der deutschen Polizeieinheiten. Es waren die Feldgendarmerieabteilung 693, die Gruppe 711 der Geheimen Feldpolizei und Teile des Heeresstreifendienstes des 44. Armeekorps gegenüber der jüdischen Zivilbevölkerung. Ich zitiere: Die ukrainische Bevölkerung, teilweise auch die ärmere polnische Bevölkerung, soweit sie aus der österreichischen Zeit stammt, nahm die Truppe als Befreier auf. Die Metzeleien der Roten haben die Wut aufs Äußerste angefacht. Es setzten am 30.06.41 und 1. Juli verstärkt Gewaltaktionen gegen die Juden ein, die teilweise schlimmsten Pogromcharakter annahmen. Die eingesetzten Polizeikräfte erwiesen sich ihrer Aufgabe hierbei nicht gewachsen. Sie stachelten durch rohstes und abstoßendes Verhalten gegenüber Wehrlosen die Bevölkerung auf. Die eigene Truppe ist, wie die Meldungen der Kompanien beweisen, über die Rohheitsakte und Quälereien empört. Sie hält ein unerbittliches Strafgericht an den Schuldigen am Massaker der Bolschewisten für unbedingt erforderlich, versteht jedoch nicht das Quälen und Erschießen wahllos zusammengetriebener Juden, darunter Frauen und Kinder. Zitat Ende. Diese Pogrome hatten einige hundert Opfer unter der jüdischen Bevölkerung gefordert. Ob Soldaten des Bataillons Nachtigall sich daran beteiligt haben, gibt es keine Belege, sondern lediglich Gerüchte. Als dann die im Gefolge der Heeresgruppe Süd marschierende Einsatzgruppe C unter SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Dr. Reat Poll, Dr. Jur Otto Rasch in Lemberg erschien, wurden in den nächsten Tagen mehrere tausend Juden ermordet, auch 23 polnischstämmige Professoren und deren Verwandte. Wer sich weitergehend über die vom sowjetischen NKWD verübten Massenmorde, des danach von Ukrainern angezettelten und durchgeführten Pogroms oder der von der Einsatzgruppe C begangenen Verbrechen informieren will, sah das Buch »Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt« von Kai Struve empfohlen. Darüber hinaus findet man zahlreiche Informationen dazu im Internet. Allerdings ist man immer wieder davon überrascht, wie viele sich gerade zu diesem Komplex widersprechen. Gerade auch bei Zeugenaussagen von den vielen geschichtlichen Fehlern oder Unsauberkeiten erst gar nicht zu sprechen. Was nun Meldungen über Massaker an Zivilisten betraf, haben bereits zu Beginn des Polenfeldzuges einige Armeeführer gegen diese schriftlich protestiert. So zum Beispiel Generaloberst Johannes Blaskowitz, der im Februar 1940 aufgrund seiner Erlebnisse in Polen in einer Denkschrift unter anderem geschrieben hatte: Die Einstellung der Truppe zu SS und Polizei schwankt zwischen Abscheu und Hass. Jeder Soldat fühlt sich angewidert und abgestoßen durch diese Verbrechen, die in Polen von Angehörigen des Reiches und Vertretern der Staatsgewalt begangen werden. Rundstedt versteht nicht, wie derartige Dinge, zumal sie sozusagen unter seinem Schutz geschehen, ungestraft möglich sind. Allerdings gab es von höchster Stelle ein Verbot der gerichtlichen Ahndung dieser Taten. Einmalig aber war, dass ein Major und Bataillonskommandeur eine Woche nach Kriegsbeginn den Mut zu einer solchen geschilderten Meldung hatte. Allerdings sollte es für ihn ein paar Wochen später zu dienstlichen Konsequenzen führen. Aber darüber hinaus ist diesem Offizier wegen seiner Meldung nichts geschehen. 1960 fand eine von der DDR initiierte Kampagne gegen den 1941 als Verbindungsoffizier zur Abwehr 2 eingesetzten Professor Dr. Oberländer statt, der ab 1953 im Kabinett Adenauer als Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte fungierte. Unter anderem mit gefälschten Zeugenaussagen und sogenannten Dokumenten wurde ihm in einem Schauprozess Teilnahme an dem im Juli 1941 in Lemberg stattgefundenen Verbrechen vorgeworfen. Nach viermonatiger Untersuchung und Überprüfung von 232 Zeugenaussagen aus allen beteiligten Kreisen stellte die Staatsanwaltschaft Bonn 1961 fest, dass es für die Anschuldigungen keinerlei Basis gab.
Zurück nach Lemberg am 1. Juli. Gegen 14 Uhr waren die Verbände der 1. Gebirgsdivision in die Stadt eingetroffen, hatten dort auch das Rundfunkhaus besetzt und das Engagement der ukrainischen Nationalisten beendet. Kriegstagebuch, Mittwoch, 2. Juli. Die Bevölkerung hat ihren Freudentaumel über die Befreiung überwunden. Menschenmassen stehen vor den Gefängnissen. Es sind teils Verwandte, teils Bekannte der Umgebrachten. Es kommt noch vieles Unmenschliche zutage. Man kann es nur glauben, wenn man es selbst gesehen hat. Hier spricht Major Heinz mit einem Angehörigen eines Opfers. Kriegstagebuch, 4. Juli. Gerüchten zufolge sollen wir heute Nachmittag Lemberg in Richtung Kiew verlassen. Beim Bataillon ist ein Schreiben des Kommandanten der Stadt Lemberg eingegangen. Ich zitiere: Ich bescheinige hiermit dem Kommandeur des 1. Bataillons Lehrregiment Brandenburg, ZBV 800, Major Heinz, dass er am 30.06. mit seiner Spitzengruppe um 4 Uhr in die Heilige Jurga zur brennenden Kathedrale vordrang und um 4.15 Uhr auf dem Rathaus die Hakenkreuzflagge hisste und den Stadtkern besetzte. Ein Stoßtrupp des Bataillons wurde zum GPU-Gefängnis vorgetrieben. Um 4.30 Uhr wurde vom Bataillon der Hauptbahnhof mit unermesslichen Vorräten, die Panzerwagenwerkstatt, das Lebensmitteldepot und die wichtigsten Brücken besetzt und gesichert. Um 5 Uhr bis 5.30 Uhr der Radiosender, drei Gefängnisse und das Militärhospital. Vom 5.30 Uhr bis 6.15 Uhr das Postamt, das Gebäude der GPU, Lederfabrik, Elektrizitätswerk, das Waffenarsenal, die Panzerkaserne sowie die Güterbahnhöfe besetzt. Das Bataillon war für seine Aufgaben ausgezeichnet angesetzt, seine Haltung war vorbildlich. Wintergerst, Oberst und Gebirgsartilleriekommandeur 132. Oberst Karl Wintergerst kam 1945 in sowjetische Gefangenschaft und ist seitdem verschollen. Nach der Eroberung von Lemberg mit seinen unermesslichen Vorräten wollte der Vorgesetzte von Major Heinz, der Leiter der Zentralabteilung der Abwehr, Oberst Hans Oster, rechts im Bild, Heinz ganz links, diesen zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes einreichen. Auch Admiral Canaris hatte diese Auszeichnung befürwortet. Es kostete Heinz einige Mühe, beide davon abzubringen. Der Grund dafür war die zu dieser Zeit noch persönliche Verleihung durch Adolf Hitler. Da Heinz, der als früher politischer Gegner der süddeutschen Gruppe um Hitler galt und aus verschiedenen Gründen auf der Warnliste der NSDAP stand, war ihm nicht nach einer persönlichen Begegnung gewesen. Kriegstagebuch, Montag, 7. Juli. Nachdem wir um 1.30 Uhr unseren letzten Lemberger Probealarm hatten, schleusen wir uns zu bürgerlicher Morgenstunde um 9.30 Uhr auf die Rollbahn Süd in den Strom der Kolonnen. Lemberg war schon Etappe geworden. Die Front war inzwischen 150 Kilometer nach Osten vorgerückt. Auf der Rollbahn herrscht ein enormer Verkehr. Die Front braucht Menschen. Die Front braucht Waffen, Munition, Verpflegung, Sanitätsmaterial, Post und noch 100 andere wichtige Dinge, die zum Leben da vorne gehören. Die Rollbahn schafft das alles heran, Tag und Nacht. Nach einer 130 Kilometer langen Fahrt von Lemberg über Winniki, Kurovici, Zoloschiv, Tustuholovi, Jetschierna, vorbei an unzähligen zerschossenen oder aufgegebenen russischen Panzern, die von uns eifrig begutachtet werden, kommen wir am Nachmittag in Tarnopol an, dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Am Rande der Stadt werden wir in Scheunen und Bauernhäusern untergebracht. Erklärung: Offiziell hieß diese 2175 Kilometer lange genannte Rollbahn Süd Fernverkehrsstraße Durchgangsstraße 4, abgekürzt DG4. Sie führte quasi von Berlin aus über Vinnytsia und Kirovograd bis nach Stalino, heute Donetsk, und sollte über Taganrog in den Kaukasus führen. Wie die anderen Durchgangsstraßen diente die Rollbahn Süd zur Sicherung des von der Wehrmacht besetzten Gebietes und zur Sicherstellung des Nachschubs für die Front. Zum Bau wurde die 1938 gegründete und nach ihrem Führer Fritz Todt uniformierte, teilweise bewaffnete Organisation Todt beauftragt, die im Kampfeinsatz eine gelbe Armbinde trug.
Diese Bauorganisation setzte ab 1941 vermehrt Zwangsarbeiter ein. Kriegstagebuch, 9. Juli. Nach einem nächtlichen Gewitter sind heute die Straßen kaum zu befahren. Für unseren kommenden Einsatz hat die Kompanie einen Haufen Panierwagen, etwa 50 mit 100 Pferden bekommen, da mit einem starken Ausfall der Motorisierung gerechnet werden muss. Kriegstagebuch, Donnerstag, 10. bis Dienstag, 15. Juli. Weiter nach Gschimalow. Dort 3 Tage Aufenthalt mit Waffenreinigen, Sacheninstandsetzung, MG-Ausbildung, Exerzieren, Verleihung der ersten Eisernen Kreuze für den Einsatz zu Beginn des Feldzuges. Weiter in Richtung Stalinlinie, durch die podolische Landschaft der bis 472 Meter hohen, langgestreckten Plateaus. Uns gegenüber ist die Bevölkerung zurückhaltend, aber nicht unfreundlich. Abends in Perekowa sang und tanzte für uns die Dorfjugend im Wechselgesang. Trotz stärksten Drucks, trotz Abbruch der Kirchen ist Fröhlichkeit und Volksbewusstsein noch ungebrochen. Am Abend des 15. nahe der inzwischen gefallenen Stalinlinie. Es regnet und die Nacht ist elendkalt. Wie Wachsfiguren liegen wir auf den Bänken der LKWs und frieren erbärmlich. Erklärung. Die Stalinlinie war eine ab 1929 von der Roten Armee errichtete und sich über die gesamte damalige Westgrenze erstreckende Verteidigungslinie. Sie bestand aus einer Vielzahl von Betonbunkern mit leichter bis schwerer Bewaffnung. Kriegstagebuch, 16. bis 17. Juli. Vorausabteilung der 4. Gebirgsdivision. Stoßrichtung Vinnitsa. Heiße, lange Tage, kurze, wache Nächte. Kämpfe mit Panzern und Kosakenschwadronen, Donnern der Artillerie, Dröhnen der Bombenflugzeuge, Kampf mit Pistolen und Handgranaten, Hunger und Durst, Teilen der letzten Brotrinde und Zigarette mit den Kameraden. Ein Kamerad berichtet, die 2. Spitzenkompanie, vor uns eine schnurgerade Straße, links und rechts tiefe, breite Gräben, links ein großes Kleefeld, rechts Weizen. Vor uns hatten wir einen russischen LKW in Brand geschossen, da tauchen russische Panzer auf. Ich halte. Rudi, das ist Leutnant Glöning, steht oben auf dem Kübel hinter dem schweren Maschinengewehr. Links neben mir Hauptmann Hartmann auf einem Beiwagengrat. Hinter mir Leutnant Schatz und ein PKW mit einem Gebirgsjägeroberst. Dann noch die Packzugmaschine. Erklärung. Bei dem erwähnten Oberst handelte es sich um den Kommandeur des Gebirgsjägerregiments 13, Oberst August Sorko. Er fiel einen Tag später bei Ljudowka an der Hauptstraße nach Vinnitsa durch eine verirrte Kugel. Fortsetzung Kriegstagebuch. Als wir oben auf einem Hügel angekommen sind, setzten sich 3 russische Panzer im nächsten Tal in Bewegung. Dort hatten sie auf uns gewartet. Sofort kam ein Packgeschütz nach vorne und ging in Stellung. Es hatte aber Befehl, noch nicht zu schießen, da die Besatzung offen auf dem Panzer saß und winkte. Die gesamte Spitze hatte selbstverständlich volle Deckung im Straßengraben und im Roggenfeld genommen. Als die Panzer mit unverminderter Geschwindigkeit näher kamen, ahnten wir nichts Gutes. Auf 15, 20 Meter herangekommen, verschwanden die Leute in den Panzern und unser Pack bekam Befehl zu schießen. Das kam mir aber nicht aus, da sie Hemmungen hatte. Da kam auch schon der erste Panzer über ein Grat, das Packgeschütz und einen Kübel herüber, rutschte dann aber links in den Graben und saß fest. Dem zweiten ging es nicht viel besser. Er fuhr auch über einen Kübel und dann rechts in den Graben, wo er sich überschlug. Der dritte Panzer sah den Erfolg unserer panzerbrechenden Waffen und verschwand eiligst über das Kornfeld. Bei uns war Oskar Hoffmann am rechten Arm und in der Schulter verwundet, während Hauptmann Dr. Hartmann einen Durchschuss oberhalb des rechten Ellenbogens hatte. Er wollte unbedingt vorne bleiben, aber die Ärzte bestanden darauf, dass er ins Lazarett zurückgebracht werde, was auch durchgeführt wurde. Erklärung. Bei den Panzern handelte es sich um den Typ BT-5, die zwischen 1935 und 40 in großen Stückzahlen produziert wurden. Die Besatzung bestand aus 3 Soldaten. Er war leicht gepanzert, bis zu 70 Kilometer in der Stunde schnell und mit einer 45mm Kanone und einem leichten Koaxial-MG Kaliber 7,62x54 bewaffnet. Die Panzer der sowjetischen BT-Reihe wurden von den Soldaten auch nach dem amerikanischen Erfinder des Laufwerks John Walter Christie, Christie-Schnellkampfwagen genannt. Fortsetzung Kriegstagebuch.
Leutnant Glöning übernimmt die Führung der Kompanie. Er ist ein Offizier, wie wir uns ihn nicht besser vorstellen können. In den wenigen Tagen schon bei der Vorausabteilung bekannt und beliebt. Er ist überall und teilt uns seine Ruhe und seinen Schneid gleichermaßen mit, nicht nur als Kompanieführer, sondern als Freund und Kamerad wie nur irgendeiner aus den eigenen Reihen der Mannschaft. Am 17. Juli hatte unsere Kompanie 2 Tote und 18 Verwundete. Dann kam der 18. Juli, der wahrhaft schwarze Tag der 2. Kompanie. Kriegstagebuch, Freitag, 18. Juli. Zur Nacht sind sämtliche Leute ins Dorf Ljudowka zurückgezogen worden. Etwa um 9 Uhr morgens wurde die Kompanie wieder vorgezogen, allerdings auf eine andere Stelle. Ab und zu kam ein Regenschauer, der die lehmige Ortsstraße unpassierbar machte. Stellenweise reichte das Wasser und der Dreck bis zum Knie. Erklärung: Die Originalkarte zeigt die Gesamtlage der Heeresgruppe Süd vom 15. Juli, also 3 Tage vor dem nun geschilderten Angriff. Gelb die Stadt Vinnytsia, rot umrandet der ungefähre Raum des Ortes Ljudowka, grün die beiden deutschen Gebirgsjägerdivisionen, blau die Stoßrichtung des 1. Bataillons Brandenburg. Fortsetzung Kriegstagebuch. Dann unterstützt durch das Bataillon Nachtigall und dem schweren Zug der 4. Kompanie mit etlichen schweren Maschinengewehren traten die Brandenburger aus dem Dorf Ljudowka gegen eine 12-fache Übermacht der Russen an. 3 Kilometer ostwärts des Dorfes Ljudowka stieß das Bataillon auf starken Feind, der sich an einem Waldrande in Feldstellungen verschanzt hatte. Es war die hervorragend ausgebildete und ausgerüstete 66. Russische Schützendivision, bestehend aus 4 Infanterieregimentern und 2 Artillerieabteilungen, von der eines der Infanterieregimenter und 2 Artillerieabteilungen in frontaler Stellung und der Rest in Reserve lag. Da die Gebirgsjägereinheiten der Vorausabteilung am Abend noch nicht eingetroffen waren, wurde am Ostrande von Ljudowka eine verstärkte MG-Linie aufgebaut, die durch Minen gesichert wurde und Spähtrupptätigkeit aufgenommen. Erklärung: Die jetzt folgende Videosequenz zeigt das auch heute noch von großen Waldstücken umgebene Dorf Ljudowka an der Straße nach der 28 Kilometer entfernten Großstadt Vinnytsia am südlichen Bug. Fortsetzung Kriegstagebuch. Um den weiteren Vormarsch nach Vinnytsia zu erzwingen und den Feind zurückzuwerfen, ging die 2. Kompanie und die Nachtigallen am 18. um 13 Uhr ihrerseits zum Angriff vor, der in Form einer Umgehung nördlich von Ljudowka und südlich von Machnowka eingesetzt wurde. Der Gegner, der die Absicht hatte, um 14 Uhr mit starken und frischen Kräften eine Umfassung der Vorausabteilung durchzuführen, diese einzukesseln und zu vernichten, wurde überrascht. In hartem Kampf und zahlreichen Einzelkämpfen wurde das russische Regiment vernichtend geschlagen oder aufgerieben. Um 18 Uhr wurde eine dünne Verteidigungslinie zum Auffangen eines zu erwartenden Gegenangriffs aufgebaut. Die schweren eigenen Verluste erlaubten es nicht, die weit ausgedehnte Stellung voll zu besetzen. Da jedoch ein feindlicher Angriff nicht erfolgte und die Gebirgsjäger noch immer nicht eingetroffen waren, wurde die zusammengeschossene und ermattete 2. Kompanie am Abend nach Ljudowka zurückgezogen. Ein am Morgen des 19. durchgeführter motorisierter Spähtrupp in den Wald stellte über 750 russische Gefallene und die Vernichtung fast der ganzen feindlichen Artillerie fest. Die Beute an Material und Waffen war groß, der Feind hatte sich nach den großen Verlusten zurückgezogen. Wir haben am Abend 29 Tote, darunter alle 5 Leutnante und weit über 50 Verwundete. Es ist ein schwerer Schlag für unsere Kompanie und damit auch für das Bataillon, da wir ja keine Reserven haben. Erklärung: So sahen die Reste von 2 zerschlagenen Zügen der 2. Kompanie aus. Fortsetzung Kriegstagebuch 18. Juli. Leutnant Glöning fiel an der Spitze der Kompanie. Auch Leutnant Wohlgefahrt ist tot, so wie der neben ihm sitzende Feldwebel Horst Hemke. Auch Feldwebel Rippert. Und der Leutnant Menden, der vor 2 Tagen anstelle von Leutnant Böttcher die 2. Halbkompanie geführt hatte. Von der vom Kommandeur geführten Bataillonsgruppe sind die Leutnante Tröps links und Dr. Benkelberg rechts gefallen.
Von den Kompanieoffizieren ist nur noch Leutnant Schatz übrig, der jetzt die Kompanie führt. Aber auch er ist als Oberleutnant in Russland gefallen. Sämtliche Feldwebel und ein großer Teil der Unteroffiziere sind gefallen oder verwundet. Auch der Gebirgsjägeroberst Sorko ist gefallen. Kriegstagebuch, 19. Juli. Sonnabend, der Tag der Stille. Die Toten werden zur letzten Ruhe gebracht. Es entsteht ein kleiner Friedhof von 29 Soldatengräbern an der Straße in Ljudowka. Die Gräber sind schlicht und schön mit Feldblumen und Birkenzweigen geschmückt. Mit Birkenästen wird ein Zaun errichtet. Um 18 Uhr kommt der Feldprediger mit dem Divisionsgeneral. Es ist eine eindrucksvolle Feier. Dann, im Achtungmarsch, sind wir an den Gräbern vorbeimarschiert und haben sie alle zum letzten Mal gegrüßt. Wir mussten die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut hinauszuheulen vor Schmerz, denn jeder von uns hatte Freunde und Kameraden verloren, denen er besonders eng verbunden war. Erklärung: Teile des 1. Bataillons bestehen aus dem Stab der 2. Kompanie, dem Bataillon Nachtigall und dem zugeteilten schweren Zug der 4. Kompanie, waren vom 8. bis 23. Juli der 4. Gebirgsjägerdivision Enzian der von Oberst Richard Priebel geführten Vorausabteilung zugeteilt. Der war im Divisionsstab Sachbearbeiter für Gebirgsfragen ohne große Kampferfahrung, was miterklären kann, dass die Gebirgsjäger während des Gefechtes um Ljudowka sich stark zurückgehalten haben, was auch zu den dramatischen Verlusten der für getarnte Kommandoaktionen ausgebildete Brandenburgern geführt hatte. Kommandeur der Division war der aus Österreich stammende Generalmajor Karl Egelseer. Er verunglückte tödlich gemeinsam mit Generaloberst Eduard Dietl und 2 weiteren Generalen und 5 Soldaten, als ihre Ju-52 am 23. Juni 1944 an einem Berg im Osten Österreichs zerschellte. Den Soldatenfriedhof des Bataillons Brandenburg bei Ljudowka gibt es heute nicht mehr. Sollte ein Zuschauer Informationen dazu haben, bitte ich um eine Nachricht. Weiter mit dem Kriegstagebuch. Am Sonntag, 20. Juli 1941, verlegt der Torso der 2. Kompanie nach Vinnitsa, dann am Montag, dem 22. Juli, über den Bug nach Juswin, wo die Kompanie bis zum 4. August blieb. Am Freitag, 25.07., traf der Divisionssonderbefehl von Generalmajor Egelseer beim 1. Bataillon Brandenburg ein, in dem auch auf die für die Kommandosoldaten ungewohnte infanteristische Kampfart eingegangen wurde. Ausgelassen wurde aber, dass die Gebirgsjäger bei dem Kampf der Brandenburger gegen eine 12-fache Übermacht in keiner Weise unterstützt haben und wofür es keine militärische Rechtfertigung gab. Aufgrund der verheerenden Verluste, namentlich bei der 2. Kompanie, erschien am Mittwoch, dem 30. Juli, nachmittags Admiral Canaris mit Oberst von Lahusen und dem Regimentskommandeur Oberstleutnant Heling von Lanzenauer und sprach ebenfalls dem Bataillon Anerkennung und Dank aus. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Major Heinz auf Befehl von Generalfeldmarschall Keitel von seinem Kommando entbunden. Zu umfangreich war inzwischen die Liste seiner Verfehlungen geworden. Das Nicht-Einschreiten gegen ukrainische Unabhängigkeitsaktivitäten, einschließlich der Besetzung des Lemberger Rundfunkhauses, die Rettung des Bischofs, seine Meldung über das Pogrom, schließlich das Auffahren der Feldküchen und das Verpflegen von Zivilisten auf dem weiteren Vormarsch, ohne nach deren Religion zu fragen. Letzteres war von Offizieren außerhalb des Bataillons nach oben gemeldet worden. Allerdings war es Heinz im August noch gelungen, Wilhelm Canaris zu einem scharfen Vorstoß bei General Jodl vom Wehrmachtführungsstab wegen des sinnlosen infanteristischen Einsatzes von Kommandosoldaten und der immer unklaren Befehlsbefugnissen über die Soldaten von Brandenburg zu bewegen. Der Admiral konnte durchsetzen, dass die Bataillone des Regiments Brandenburg mitten während der Kampfhandlungen aus der Front zurückgezogen und in ihre Garnisonen abtransportiert wurden. Heinz erhielt von Canaris ab dem 28. Oktober 1941 einen neuen Auftrag: Aufstellung einer Abwehrschule
in dem nach dem Fluss Regenwurm genannten Lager bei Meseritz in der damaligen Provinz Brandenburg, jetzt Polen. Kriegstagebuch, Donnerstag, 31. Juli 1941. In unserer Kompanie wird davon gesprochen, dass wir zurückgezogen und von dort in den Süden geschickt werden sollen. Montag, 4. August. 4.15 Uhr in der Früh fahren wir ab in Richtung Lemberg. Kurz vor Winnitzer erreichen wir die Rollbahn Süd. Es ist eine gute Straße, Asphalt und gutes Pflaster. Vorbei an zahlreichen zerstörten Russenpanzern und einer durchlöcherten Rata fahren wir über Letin, Ploskirov zurück nach Tarnopol, wo wir übernachten. Es waren 250 Kilometer. Dienstag, 5. August. Zu Mittag kamen wir in Lemberg an. Die 130 Kilometer lange Strecke ist stark ausgebessert. Es regnet nur den ganzen Tag, sodass man die ganze Zeit in einer 5 cm dicken Lehmschicht badet, wenn es bloß kein Landregen wird. Die armen Leute, die jetzt an der Front sind. Lemberg ist nicht wiederzuerkennen. Es herrscht ein riesiger Verkehr. Die Straßenbahnen fahren, die Verkehrspolizei steht auf allen wichtigen Straßenkreuzungen. Ein großer Teil der Geschäfte ist auf. Es gibt sogar ein Läusemarkt. Drei Kinos für Wehrmacht und einige für Zivilisten haben ihre Arbeit auch wieder aufgenommen. Mittwoch, 6. August. Hauptmann Hartmann hat wieder seine Kompanie übernommen. Abends gehe ich ins Kino, wo die neue Wochenschau gezeigt wird. Das ist die erste Wochenschau, die ich aus Russland sehe, da wir während des ganzen Feldzuges kein Mal Gelegenheit gehabt hatten, ins Kino zu gehen. Montag, 11. 8. Morgens um 4.30 Uhr fahren wir ab nach Krakau. Die Straße führt über Przemysl, Reichshof und Tarnow. Przemysl ist nicht einmal so stark zerschossen, wie wir angenommen hatten. Nur die Häuserfront am Sahn ist vollständig kaputt. Der Verkehr wird über die Eisenbahnbrücke geleitet. Freitag, 15. 8. Unser Aufenthalt in Krakau geht seinem Ende entgegen. Das Leben ist hier sehr teuer. Viele verkaufen ihre in Lemberg eingekauften Sachen, natürlich die organisierten, und machen riesige Geschäfte. Es kommen Reingewinne von 150 bis 200 Reichsmark vor. Samstag, 16. August. Um 6.30 Uhr fangen wir mit dem Verladen der Fahrzeuge an. Gegen 10.30 Uhr verlässt der Zug Krakau und bringt uns über Niesky in Sachsen und Berlin nach Brandenburg. Sonntag, 17. August. Abends gegen 19 Uhr treffen wir in Brandenburg Altstädter Bahnhof ein. Die Bevölkerung, die tags zuvor in der Zeitung von unserer Ankunft gelesen hatte, erwartet uns schon seit Stunden. Wir werden mit Gebrüll, Zigaretten, Obst und Tomaten von einer riesigen Volksmasse begrüßt. Alles ist mit Blumen geschmückt. Der Weg zur Kaserne kann von der Polizei kaum freigehalten werden. Ein Blumenregen setzt ein. Die 15. Kompanie empfängt uns mit präsentiertem Gewehr. Major Heinz hält noch eine kurze Ansprache, dann kann alles bis 12 Uhr in die Stadt gehen, wo man andauernd gefragt wird, wo man andauernd erzählen muss. Jeder will was hören, jeder will russisches Geld, jeder will einen Sowjetstern. Damit endet diese Erzählung über die 2. Kompanie, Lehrregiment Brandenburg, ZBV 800, vom April bis zum August 1941. Das Kriegstagebuch selbst schließt mit der Abschrift des Tagesbefehls Nummer 58 des Lehrregiments vom 13. Dezember 1941. Dank und Anerkennung für die Leistungen in den ersten 5 Monaten des Russlandfeldzuges und des Gedenkens der gefallenen 9 Offiziere und 210 Unteroffizieren und Mannschaften. Am 26. Juni 1942 ging von Abwehr 2 in Berlin die Beschreibung der Aufgaben der Brandenburg-Einheiten an alle höheren Kommandostäbe hinaus, um den Truppenführern bei ihrer Verwendung von unterstellten Brandenburg-Einheiten Grenzen zu setzen. Aber die Formulierungen blieben schwammig. Damit haben sich sowohl Admiral Canaris als auch Oberst von Lahusen an den für Tarneinsätze vorgesehenen Kommandosoldaten versündigt. Aber auch das Heerespersonalamt hatte mit der Ernennung des Oberstleutnant Hehling von Lanzenauer der Fehlentwicklung Vorschub geleistet. Gemäß dessen Beurteilungen war er für die Führung von Unteroffizierschulen vorgeschlagen worden. Im Ersten Weltkrieg, zweifellos ein tapferer Offizier, hat er gleichwohl nie den Charakter
und Sinn von Kommandoeinheiten verstanden. Denn anstatt nun die Verwendung im abnutzenden Infanteriekampf generell zu verbieten, war im Punkt 3 der infanteristische Einsatz des gesamten Lehrregiments oder deren Einheiten auch weiterhin in Notlagen möglich. Und da es zukünftig an solchen Notlagen nicht ermangeln sollte, wurden die Soldaten der deutschen Kommandotruppe wie bei Ljudowka von den ihnen vorgesetzten Divisionen oft als Lückenbüßer verheizt, um eigenes Blut zu sparen. Im November 1943 wurde dann aus 4 Regimentern der Sonderverband Brandenburg gebildet, später die Jägerdivision, am Schluss die Panzergrenadierdivision Brandenburg. Aber da lebten viele Soldaten der 2. Kompanie schon lange nicht mehr.